Hallo zusammen. Alle gut gestärkt? Ja, ne? Schön. Wer ist denn von seinem Glauben und dem Bewusstsein her schon jetzt auf einem etwas anderen Stand als noch heute früh? Ja, ich glaube, da ist keine Hand unten. Ne? Ja. Nee, geht uns allen doch so, oder? Wir brauchen das immer wieder, eben diese Vision oder diese Visionierung, worauf es ankommt, sonst verlieren wir uns in all dem. Und ich weiß noch so vor einigen Jahren, als Ivo dann die AZK gegründet hat und wir die ersten Themen so hatten, das hat mich am Anfang ein bisschen überfordert. Dann habe ich gedacht, oh Mann, wie sollen wir das denn schaffen? Wir werden jetzt alle niedergemetzelt und ist ja grausam, was da oben los ist. Und Ivo hat es immer wieder geschafft, eben in diese Vision reinzubringen, sonst wäre dieses ganze Werk sogar nicht möglich, und den Bezug, diesen Spannbogen in die Natur zu bringen. Und irgendwie, ich kann nicht aufhören damit, eben diesen Bezug immer wieder, wirklich wieder hochzuheben, denn es ist so einfach. Es gibt so viele Leute, die haben irgendwelche guten Ideen, die kommen mit Vorschlägen, man müsste doch, man könnte doch, und du merkst, es fruchtet nicht, es funktioniert nicht. Und dieser Bezug zur Natur, und die Natur ist auch konfrontiert mit Gefahren, mit großen Gefahren, wie wir jetzt hier auch, ja? Ihr habt jetzt vielleicht, wir können das gleich schon mal einblenden, ein Bild, wo man das so ein bisschen auch sieht. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Da oben sind ganz viele kleine Fischlein und die werden auch gerade bedroht von etwas Großem. Ja? Da ist etwas und da ist ein ganz großer Fisch, der verfolgt die. Ist so eine Situation, ich denke, kann man sich so ähnlich auch bei uns jetzt vorstellen, oder? Da ist was Großes, was kommt auf uns zu und wir denken alle, oh nein, was machen wir? Und ich habe mir manchmal vorgestellt, wie wäre das, wenn diese kleinen Fischlein mit so einem großen Gehirn, wie wir ausgestattet wären, was wäre dann da los? Und ich glaube, die wären alle hilflos verloren. Denn wir haben, glaube ich, als Menschen sehr stark verlernt, eben auf das Herz, auf die Intuition zu hören, von der heute mehrfach gesprochen wurde. Denn das fällt denen super leicht. Ja? Du kannst denen eine Matheaufgabe vorsetzen und die werden es sicher nicht schaffen. Die kriegen auch kein Gericht gekocht, diese kleinen Fische. Die werden auch nicht irgendwelche großen Taten vollbringen. Die sind einfach nur mal Fisch. Und dieser kleine Fisch kriegt das hin. Ja? Und da stehen wir jetzt hier als Menschen irgendwo, haben es doch eigentlich im Griff, haben so viel Technik, so viel Tolles auf die Welt gebracht, hier aufgebaut und können eigentlich stolz darauf sein. Und wir kriegen nichts in den Griff. Oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Also wir kriegen so nichts in den Griff, wie wir uns aktuell kennen. Aber ich will einfach nicht aufhören zu glauben, dass wenn das in so einem kleinen Fisch möglich ist, dass der sich plötzlich umformiert, dass plötzlich da jeder von diesen Fischen intuitiv an seinen Platz kommt und diese Fische diesen großen Ball bilden. Wenn die es schaffen, diesen großen Fisch zu vertreiben und zu überleben, indem sie wirklich gemeinsam voll mitgehen, dass das bei uns auch möglich ist, ja? Es ist möglich, ja? Und wir dürfen das doch schon erleben. Also jeden, der vielleicht auch das erste Mal jetzt hier ist, das erste Mal mit uns in Berührung ist, kommt doch mal zu unseren Einsätzen, kommt mal zu einem Klagemauer-TV-Einsatz. Wie Ivo schon sagt, wir brauchen Mitarbeiter. Kommt vorbei und erlebt es. Ihr habt es heute erlebt, alles ohne Geld. Und das ist keine Lockmasche, das ist unser Prinzip, das ist unser Lebensprinzip. Wir schauen wirklich, dass wir gemeinsam, synergisch, wie ein Schwarm eben diese Dinge bewegen. Und eben das ist das, wo ich eben die Hinführung jetzt zum Lied machen möchte. Einfach dieses, stellt euch das vor. Diese Fische da, die hätten wirklich diese Gehirne wie wir. Die stehen uns manchmal im Weg. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber das Gehirn muss sich unterordnen, dem Herzen. Die haben wirklich nur die Intuition und die rettet die. Ja? Man muss sich das mal vorstellen, da hinten irgendwo mittendrin ein Fisch sagt, alle schreien, oh, da kommt ein großer Fisch. Und der sagt, nein, das glaube ich nicht, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist eine Verschwörungstheorie. Der wird sofort gefressen. Ja, das macht der nicht. Intuitiv ist der sofort an seinem Platz. Oder da sagt einer, da kommt ein großer Fisch, wir müssen sofort einen Schwarm bilden. Und dann sagt der andere, Moment, wir sind aber demokratische Fische. Wir wollen erstmal abstimmen, ob wir einen viereckigen oder einen runden oder einen diagonalen, wie auch immer, Kreis bilden. Ja, stellt euch das mal vor, eine Katastrophe. In ihrer Diskussion werden sie alle aufgefressen. Und das ist eben die Gefahr, denke ich, für uns Menschen eben auch. Wir versuchen alles irgendwie mit dem Verstand zu regeln, irgendwie demokratisch abzuwickeln. Und das funktioniert einfach nicht. Das, was wir jetzt brauchen, ist die volle Power an Intuition, die volle Power an Synergie mit uns allen, wirklich mal alles auf Seite zu lassen, was uns irgendwie vielleicht voneinander hemmt. Wir sagen das bei den Treffen noch immer, alles, was uns nicht verbindet, das klammern wir jetzt mal aus. Wir haben sicherlich hier 100 verschiedene Musikgeschmäcker und noch mehr verschiedene Kleidungsgeschmäcker und verschiedene Altersklassen, völlig unwichtig. Wir schauen, was uns verbindet, und was uns verbindet, ist wirklich
dieser Drang, eben jetzt synergisch zu werden und wirklich ja, gegen diesen großen Fisch, sage ich es immer im Bild gesprochen, eben vorzugehen. Und das wird funktionieren. Und ich möchte euch dazu... Danke. Also, dass es nicht so theoretisch bleibt einfach. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir gehen im Anschluss raus, springen in den Bodensee und üben dann, wie wir eine Kugel bilden. Wir wollen wirklich in der Praxis, seht ihr schon, da steht S und G, ja? Stimme und Gegenstimme. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt die Querulanten sind, die ständig sagen, nein, wir haben aber eine Gegenstimme, sondern wir merken ja, dass sehr viel im Argen ist und dass immer nur einseitig berichtet wird, ja? Und die Situation ist eher bei dem Fisch nicht da. Der kann ganz frei nach in der Intuition gehen. Das ist nämlich unser Problem. Wir werden einseitig informiert und dadurch haben wir diese Intuition nicht freigeschaltet, weil wir hören nicht beides. Also wir brauchen immer auch mal eine Gegenstimme, um sie einfach zu hören, damit in uns etwas abgeht und wir spüren, ey, ich entscheide mich jetzt, das zu glauben, weil ich merke, das geht irgendwie hoch, das gibt mir jetzt gerade Leben, ja? Das brauchen wir. Und deswegen hat Ivo diese S&G auch gegründet. Ähnliches Prinzip wie Klagemauer TV, viele Artikel werden übernommen. Es geht um Nussschale. Also in totaler Kürze hier einen Artikel auf den Punkt zu bringen, was genau, um was geht es, in ganz, ganz, ganz knapper Kürze, aber den Inhalt wirklich eins zu eins wiederzugeben, ja? Und ich möchte euch empfehlen, geht an den S&G-Stand, auch dort drüben in der Halle, informiert euch. Hier geht es wirklich auch um internetunabhängige Vernetzung. Hier geht es ums ganz praktische Kugelwerden, ja? Ganz praktische, sich synergisch vereinen und eben zur Schlagkraft werden. Und eben darum geht es auch in dem Lied. Das hatte ich so auf dem Herzen irgendwo auch in einem Lied zu verpacken. Das haben wir als Familie umgesetzt, mit auch Freunden noch mit dabei. Und das würden wir euch jetzt gerne einfach singen. Wie das eigentlich so geht, dass ein Haufen vieler Fische plötzlich die Richtung dreht. Kommt der Feind denen zu nahe, gehen sie in Kugelposition, damit sie aussehen wie ein großer. Wusstest du das schon? Oder schau mal in den Himmel, wenn es kälter wird im Norden. Die zigtausende von Vögeln sich zusammentun wie Horden. Ohne Führung ganz von selbst reihen sie sich gen Süden ein, nur um Teil dieser Bewegung in dem großen Schwarz zu sein. Schwarz zu sein, Schwarz zu sein. Schwärme bilden sich im Frühling ständig neu. Um die 15.000 Bienen warten, laufen Bonge treu. Bis die Kundschafter zurück und alle Bienen einig sind, ziehen sie ins neue Nest und zwar alle ganz geschwind. Die Termiten in 5 Jahren bis 3 Meter hohe Haufen. Da sie nicht so lange leben, fragt man sich, wie soll das laufen? Dass die nächste Generation einfach weitermacht am Bau. Die Termite an und für sich ist ja nicht sonderlich schlau. Es ist möglich hier und jetzt das größte Wunder zu erleben. Synergisch wie ein Schwarm, lassen wir die Erde beben, denn je größer die Gefahr wird, je mehr man uns bedroht, desto stärker wird die Kraft der Einheit, die in allen wohnt. Nehmen wir doch mal den Menschen, was hat der denn so zu bieten? Ich meine im Vergleich zu Vögeln, Fischen und Termiten. Der Mensch ist ziemlich schlau und der ist stolz auf all sein Wissen. Doch trotz hoher Wissenschaften geht's ihm leider auch bestimmt. So fällt es auch nicht schwer, in jeden Bären aufzubinden, wodurch die Herzensaugen jedes Menschen nur erblinden. Schlägt glaubt er jeden Quatsch, den man ihm täglich erzählt, dass der Mensch die ganze Welt durch den Klimawandel quält. Dass der Mensch selber schuld ist am Finanzcrash in der Welt, an der Armut anderer Menschen, jeden Krieg um Öl und Geld. Lässt ihn reuenmüdig kriechen und legt ab vom eigenen Handel, um jeden Protest in totes Schweigen zu verwandeln. Verwandeln. Doch wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Immer mehr Menschen verstehen, dass der Dreist mit das Licht jeden Lug und Trug und alles, was man uns verschwiegen hat, sind energisch wie ein Schwarm, machen sie die Lüge platt. Es ist die Zeit, in der wir leben, die uns zueinander drängt und die sich von Unterschieden auf die wahren Nöte lenkt. Ganz egal, wie du aussiehst, wer du bist und was du denkst, es ist Einigkeit vorhanden, die die Macht der Lüge sprengt. Wir sind berufen, zum Sieger sein bestimmt, weil dein Mut und deine Hoffnung der Welt die Ängste nehmen. Konfrontierst dich mit den Leiden, gibst dein Herz dem Nächsten hin, verlierst auch nie den Glauben.